Hallo, Servus und grüß Gott, liebe Freunde. Ja, wir haben heute den 1. Mai und wie es so schön heißt, alles neu macht der Mai. Ja, und deswegen gibt es auch wieder von mir für den Mai 2019 neue Ankündigungen und auch Neuigkeiten. Ich befinde mich wieder hier in dem alten Steinbruch zu meinem Ort hier. Da werde ich jetzt mal ein bisschen hier rumgehen, zeigen, was es hier alles so gibt. Ja, das ist alles sehr karstig hier. Gucken wir mal rum. Aus dieser Richtung bin ich gekommen. Jetzt mache ich mal hier einmal einen Rundschwenk, einen Panoramaschwenk. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, ein paar Plastikreste sind noch ein bisschen zu sehen. Aber bevor ich irgendwas drehe, dann räume ich so ein bisschen das Set auf. Ja, und dann seht ihr hier schon die Abbruchkanten in dem Stein. Sieht wirklich faszinierend aus. Also für noch nicht mal 1,5 Kilometer ist hier sehr viel zu sehen. Also hier in dem Ort. Brauche nicht großartig rumfahren oder so. Und wieder schön Stand finden, damit ich hier weiter rumschwenken kann. Ja, ich bin sozusagen richtig hier eingekesselt und jetzt sind wir wieder an dem Ausgangspunkt. Durch dieses Gebüsch bin ich gekommen. Ja. Und da unten gibt es zwar auch einen kleinen Pfad, aber sind wenig Leute hier. Was wird es Neues geben in diesem Wonnemonat Mai? Ja, als erstes ein Gruß an das Odyssey Mod Team, welches eine neue Version von Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5.5 herausgebracht hat, die aber noch erstmal in der Beta-Phase ist und die ich schon mal ausprobiere und schon ein paar Folgen aufgenommen habe. Ab der Folge 49 geht es los und da werde ich auch die Insel Tamora besuchen und da gibt es auch schon so einige neue Features zu sehen. Ich glaube, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe noch nicht viel entdecken können, weil überall so gefährliches Zeug da rumkreucht und fleucht. Ich muss hier auch aufpassen, weil hier gibt es Dammwild und Wildschweine. Ja, Sprachaufnahmen sind immer noch in Bearbeitung bzw. sind immer noch im fortschrittlichen Zustand für eine neue Modifikation, auch für Gothic 2. Mehr wird nicht verraten. Es ist ja auch in der Gothic 1, in dem Gothic 1 Style gemacht. Da wird man bauen können, da kann man Bäume fällen, also es ist richtig interessant. Und da muss ich auch noch ein bisschen vertonen, meine Stimmeleien. Ja, und was könnte man denn noch ankündigen, wo ich mir sicher bin? Stehe ich schon die ganze Zeit davor und denke mir, was ist da los? Da liegt doch was. Ja, muss ich hier hochkraxeln. Da ist was. Was ist das? Aha. Aha. Schön. Aber ist abgebrochen. Was ist das Edles? Mich durchströmt irgendwie was. Oh Gott, ich werde jetzt geführt. Oh, eine Klinge. Ja, dann lasst uns mal Wildschweine und Dammwild jagen. Auf geht's. So, und hier nochmal dieser Kessel von oben her gesehen. Ja.
Ja, und hier hinter mir ist ein Stück Wald. Ich war oft hier und es gibt hier Wildschweine, also richtig echte Wildschweine und Dammwild. Habe ich hier auch schon eine ganze Horde hier rüberrennen sehen. Als ich damals versuchte, meine Ankündigung für, ich glaube, war das April oder März? Nee, für März. Ne, da ist mir das ganze Filmmaterial verloren gegangen und hier habe ich nochmal neu gedreht. In dem alten Steinbruch. Warum es alter Steinbruch heißt, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt mal recherchieren, hier in diesem Ort. Naja, gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Sachen, die wir hier entdecken. Was ist das da hinten? Wir uns mal ganz nah ranschleichen. Aha, das sieht aus wie eine Lagerstelle. Schauen wir noch mal. Ich höre auch in der Nähe irgendwelche Kreaturen. Aha. Zwei Unterstände. Wer hier wohl sein Lager errichtet hat. Aha. Ein ritueller Kreis? Ich weiß es nicht. Da hinten, da habe ich komische Kreaturen gesehen. Die sind mit so einer Art Wagengespann entlang gegangen, laut gröhlend und hatten Bier dabei. Klappernde Flaschen gefüllt mit Bier und torkelnde Kreaturen. Ich passe auf, dass ich da nicht denen entgegentrete, weil ich habe ja nur so ein schwaches Schwert. Ja, und dann habe ich mir noch vorgenommen, eine Tutorial-Serie anzufangen. Es geht um die kostenlose und freie, offene Software Shotcut. Nicht Shortcut, sondern Shotcut. Das ist wirklich ein mächtiges Tool. Und auch am 1. Mai ist auch ein Update rausgekommen mit ein paar neuen Filtern, Effekten und Bugbehebungen. Und da ich auch schon jahrelang mit diesem Programm, mit dieser Filmschnittsoftware arbeite, habe ich mir gedacht, naja, das geht eigentlich so bei mir aus dem FF, wieso machst du da nicht eine Tutorial-Serie von? Und ich wurde auch so oft angefragt und angeschrieben, Mensch, wie geht das und überhaupt? Also auch für Let's Player oder Filmer, Hobbyfilmer, so wie ich einige kenne. Ja, es muss nicht immer eine super teure Lizenzsoftware sein. OpenShot ist gar nicht mal so schlecht. Ja, okay. Ich werde noch ein bisschen hier die Waldruhe genießen und den komischen Kreaturen da mit diesen aus dem Weg gehen und weitermachen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Gebt mir einen Daumen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.